Das neue Buch von Daniela Ferrière hat den Titel Granate oder Granatapfel, was hat der Schwarze in der Hand? Daniela Ferrière ist einer der wichtigsten Autoren von Quebec, also dem französischsprachigen Kanada, weil er die Frage zwischen Schwarz und Weiß auf intelligente und aber auch entspannte Art anspricht. Das Buch ist ein Roadtrip durch ganz Nordamerika und zeigt ein ganzes Panorama zwischen Schwarz und Weiß. Warum kam ich zum Übersetzen? Ich kam zum Übersetzen durch mein Engagement für den Süden. Irgendwann habe ich gedacht, es ist interessanter, die Anschauungen und die Gefühle und Gedanken der Menschen aus dem Süden über die Literatur zu vermitteln. Was finde ich besonders interessant an der Quebecer Literatur? Schon im Jahr 2000 war ich an einer Anthologie beteiligt, die sich damals mit dem Aufbruch der Literatur von Quebec in den 1960er Jahren befasst hat. Und schon damals war ich fasziniert von der Modernität, mit der in Quebec die französische Sprache behandelt wird. Die Quebecer Schriftstellerinnen fassen die Wörter an der Wurzel und geben ihnen mit ihrer Einfachheit und einer gewissen Gewitztheit eine ganz neue Qualität. Und dies kommt in der Übersetzung auch der deutschen Sprache zugute. Warum dieses Buch lesen? Daniela Ferrière hat neue Argumente über die Frage zwischen Schwarz und Weiß und hat deshalb einen wichtigen Beitrag für unsere Debatte in Deutschland. Er hat eine befreiende Sicht auf die Frage von Rasse, Kultur und Identität. Für die Lesung wähle ich eine Szene in Montreal. Eine dunkle, verrauchte Bar, Reggae-Musik, Mali. Alle Verdammten dieser Erde, Indianer, Südamerikaner, Asiaten, Schwarze. Nur die Frauen sind weiß. Ein Maximum menschlicher Farben. Die Tanzfläche kaum doppelt so groß wie eine Tischtennisplatte. Das Geräusch aneinanderreibender Körper wie reißendes Papier. Gerüche aus aller Herren Länder. Die Wucht des Verlangens. Kannibalismus als die extreme Form der Zärtlichkeit. Alles hier in dieser Bar an der Avenue du Parc. Nichts hat sich in der Zwischenzeit verändert. Auch wenn ich in 50 Jahren wiederkäme, wäre alles noch genauso. Die Gesetze sexueller Attraktion bleiben gleich. Die Welt der Nacht, das älteste Ritual. Man tritt ein, steigt die steile Treppe hinauf, gibt seinen Mantel an der Garderobe ab. Vergiss das Trinkgeld nicht, Bruder, wenn du wiederkommen willst. Du setzt dich, schaust dich um. Du bestellst ein Bier. Zugleich siehst du ein Mädchen ganz hinten, wie ein flackerndes Licht am Ende des Tunnels, die du gut kennst, aber sie unterhält sich mit einem Typen, den du hasst. Zum Glück geht er, du kommst auf das Mädchen zu. Ach, dieses strahlende Lächeln, als hätte sie schon immer auf dich gewartet. Die Bedienung tippt dir auf die Schulter. Du zahlst das Bier, nimmst einen einzigen Schluck und dann forderst du das Mädchen zum Tanzen auf. Du reibst dich an ihrem kühlen Körper. Musik außer ihr, sinnliche Rhythmen. Das ist cool, trotz allem. Es läuft wie nach Plan. Du hast es drauf. Dieses Mädchen ist nichts für dich, Alter,